Hallo und herzlich willkommen zurück bei Subnautica, dem wunderschönen, entspannten Unterwasserspiel. Ja, in der letzten Folge haben wir also angefangen, diese tollen Schränke zu bauen. Und wie ihr sehen könnt, haben die Schränke ein ziemliches Bugproblem. Denn sobald es nachts wird, werden die Schränke einfach schwarz. Ja, das ist ein bisschen schade, aber ich hoffe, dass die Publisher das demnächst noch lösen. Oder, das sind ja nicht nur Publisher, das sind ja die Entwickler. Und das wäre wirklich super. Dann würde es hier auch mal wieder besser aussehen. Denn so sieht das ziemlich dämlich aus. Finde ich zumindest. Wie dem auch sei, wir haben in der letzten Folge also hier ganz viele Schränke gebaut, bauen jetzt weiter. Und wir brauchen vor allem noch eine Menge Kupfer, bevor wir tatsächlich... Maus, was ist los? So, nun aber. Wir brauchen... Was? Deshalb. Moment, auch hier ist die Maus-Sensitivität irgendwie so problematisch. Was ist denn da nur los? Vielleicht habe ich die mal bei Windows verstellt. Ja, so gefällt mir das auch schon deutlich besser. Dann chatten wir jetzt mal wieder los. Um möglichst viele Materialien zu sammeln und zu finden. All systems online. Gucken wir mal. Von dem Quarz bräuchten wir eben auch noch einiges, denn ich würde auch noch ganz gerne. Ah, da ist noch was. Noch ein paar Schränke bauen. Ich glaube, 4 Stück bringen wir in den einen Raum noch rein. Den würde ich noch gerne ausfüllen und dann können wir uns eigentlich aufmachen, ein bisschen mehr von der Karte zu erkunden. In der großen Hoffnung, dass wir so ein paar schöne Stellen finden, wo wir dann einfach sagen, ey Mann, wir unterrichten dort unser tolles Unterwasserhauptquartier. Also so eine nette, geile Seebasis. Und von der aus bauen wir dann sozusagen weiter auf. Da können wir dort mehr Sachen lagern und vielleicht irgendwie sowas wie ein Hub bauen. So, sagt der Sauerstoff. Der Sauerstoff sagt jetzt, dass ich eigentlich hier zurückschwimmen sollte. Gucken uns nochmal um, da können wir nochmal einen kleinen Zwischenstopp machen, das nehmen wir noch mit. Und dann fahren wir noch ein bisschen vor mit unserem U-Boot. Also hier so Richtung Höhle. Und dann werden wir nochmal in der Höhle rumtauchen. Und hier noch schön alles einsacken, was nur geht. Moment. War das auf X? Oder auf Y? Bin mir gerade gar nicht sicher. Naja, wie dem auch sei. Sauerstoff sagt, dass es wieder gut aussieht und wir drücken wieder E und steigen aus. Das ist jetzt gerade eine Umgewöhnung, denn ich habe vorhin noch GTA gespielt. Und da drückst du ja F, wenn du ein- und aussteigst. Ja, manchmal ist es dann doch von Nachteil, wenn man zu viel spielt. Aber ich habe gerade mal eine tolle Situation, denn mein Mitbewohner ist weg und ich vermute, dass er das noch die nächsten 3-4 Stunden ist. Und da er nicht wiederkommt und dann kann ich hier mal in aller Herzensruhe aufnehmen. Ohne ihn zu stören. Ohne dass ich mich gestört fühle, dass er da ist und halt ohne die Hintergrundgeräusche. Denn das ist natürlich auch schon nervig. Was war das jetzt eben? 30 seconds of oxygen remaining. Ich glaube, wir sind mal ganz mutig und schießen hier noch ein klein wenig rein in den Gang. Und dann können wir noch ein bisschen was ausleeren? Nein, aufsammeln. Und ich glaube, wir holen mal unsere eigene Lampe auch raus. Hier wird schon ziemlich dunkel und dann sehen wir nicht mehr so gut. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Ach, alles kein Problem. Ich glaube, wir schwimmen hier einfach mal so Richtung Luftblase. Tanken uns hier dann nochmal wieder voll. Na, eine noch. Warning, 30 seconds of oxygen remaining. Und ich glaube, einmal so eine Runde noch und dann ist gut. Ja, super. Dann nehmen wir hier noch ganz, ganz viel Zeug mit. Und dann hoffe ich, dass wir auch mal irgendwie ein cooles Biom finden, sowas wie ein Pilzbiom. Wo ich dann mit euch mal hinschwimmen kann. Und ich denke, wir schwimmen jetzt sicherheitshalber mal wieder zurück, holen unser geliebtes U-Boot. Und fahren dann hier hinterher, es sei denn, nee, das Inventar sagt noch, dass ziemlich viele Plätze frei sind. Das ist schön.
Das ist wirklich schön. So, wenn wir da drin sind, dann mal ganz kurz einen Moment. Ich bin nämlich immer noch krank und muss deshalb nochmal ganz kurz husten. So, da bin ich wieder. Ah. Dass das aber auch nicht wird. Ich schlepp das jetzt schon ewig mit mir rum. Ewig. Und wie ich sehen kann, ist draußen wieder Tag. Das finde ich gut. Ich begrüße das. Na? Halt, wo ist die denn jetzt hin? Wo ist das denn jetzt hin? Hm. Na? Nun aber. Entschuldigung, dass ich gerade so leise bin, aber irgendwie kommt mir das gerade so vor, als müsste ich mich ziemlich konzentrieren. Jetzt ist schon wieder Nacht. Ich steig mal schnell aus und guck mal. Nee, wir hätten noch Platz frei. War das jetzt ein Bug oder hat das Spiel gedacht, dass wir noch in der Höhle sind? Na, ich weiß ja nicht, was ich davon jetzt halten soll. So. Könnten wir hier oben nochmal so rumschwimmen. Und machen uns dabei schon mal ein bisschen auf den Rückweg. Ich würde allerdings so einen kleinen Bogen wahrscheinlich eher schwimmen. Ja, nee. Das nimmst du jetzt mit, ne? Naja, gut. Wir wissen ja nicht, wann wir mal wieder an Zähne kommen. Von daher, das gleich mal eingesackt. War hier nicht noch irgendwo ein Zahn? Da war noch einer. Genau. Doch richtig gesehen. Haben wir noch Koffer mit? Ich glaube, jetzt haben wir noch ein, zwei Plätze. Ach nee, wir haben noch viel mehr Plätze. Okay, dann könnten wir tatsächlich noch so ein bisschen uns hier umsehen. Ob nicht eines dieser netten, sympathischen Viecher hier nochmal einen Zahn verlieren möchte. Würdest du bitte aufhören, mich zu rammen? Ich habe dir überhaupt nichts getan. Oh Mann, es wäre so toll, wenn man hier so eine Waffe einbauen könnte. So eine Harpune oder so. Und dann könnte man damit vielleicht diese großen Fische hier jagen. Also ich glaube ja wirklich, dass Subnautica noch relativ viel Entwicklungspotenzial hat. Würde mich natürlich freuen, wenn ich sehen würde, dass die das auch mal ausschöpfen. Denn im Moment habe ich irgendwie nicht so das Gefühl. Willst du bitte aufhören, an mir rumzusnacken? Kommt schon, Leute. Ich mache hier ein ganz entspanntes Let's Play. Ihr stört mich gerade. Ihr müsst echt mal euer Leben chillen, ey. So. So? Nee, nicht so. Wir gucken mal, vielleicht liegt hier noch irgendwo ein Stückchen Salz rum. Ist jetzt irgendwie nicht so der Fall. Hm. Das ist ja doof. Das ist richtig doof. Jetzt, ich will noch eine Sache mitnehmen. Eine. Nur eine. Dann bin ich glücklich. Eine Sache noch. Das gibt's doch nicht. Wir sind ja auch irgendwo im Nirgendwo, oder was? Mäh. Also wird das wohl nichts mit noch einer Sache mitnehmen und wir docken einfach relativ schnell wieder. Ja, wunderbar. Und gedockt. Wir haben allerdings überhaupt kein einziges Stückchen Quarz bekommen. Das ist dezent mies. Und hier werden wir auch langsam voll. Also ich glaube, Kupfer haben wir mittlerweile mehr als genug. Und unser großes Problem wird dann wirklich Quarz sein. Jetzt ist auch der Schrank schon voll. Wow. Echt, hey, wir sind gut. Wir sammeln richtig, richtig viel Zeug. Das ist voll schön.
Und ich mag das Spiel, jetzt hier so die Geräusche vom Sonar. Das Knarzen. Kein Wunder bei all dem Druck. Dann sind wir unglaubliche 16 Meter tief. Ja, das war jetzt gerade sarkastisch gemeint. So. Ich glaube, dann werden wir gleich nochmal losdüsen. Könnten aber zwischenzeitlich noch was essen. Haben wir noch was da? Nee, haben wir natürlich nicht. Mäh. Gehen wir nochmal schnell zum Fabricator. Mach so. Mensch, diese Maus, die treibt mich im Moment echt in den Wahnsinn. Ich habe eine neue Maus bekommen und die ist so sensibel. Vielleicht muss ich auch einfach die Maussteuerung runterschalten. Und zwar habe ich so eine coole vertikale Maus. Werdet ihr wahrscheinlich nicht kennen. Ihr könnt mal gucken nach ergonomisch und oder vertikal und die sind toll, aber da hältst du halt deine Hand anders. Die ist nicht so flach drauf auf der Maus, sondern die steht seitlich an der Maus. Naja, und auf alle Fälle habe ich irgendwie die Vermutung, dass dieses blöde Ding hier doch ziemlich, ja, wie soll ich das sagen? Ziemlich sensibel reagiert. Wir haben alles, aber wir müssen irgendwas essen. Was machen wir denn da? Ich will jetzt nichts hercheaten. Könnten wir ja noch machen, aber nee, da bleibt uns jetzt eigentlich keine andere Chance, außer loszuziehen. Und dann werden wir mal noch so ein paar Lianen wegfuttern und dann müssen wir uns auf Jagd begeben oder so. Könnten wir mal was anderes probieren und wir fahren einfach hier mal so Richtung Westen. Oder auch nicht. Wir spielen es doch safe und gehen tatsächlich hier zu diesen Unterwasser-Lianen-Teilen. Und dann futtern wir einfach mal die hier weg. Die Creepvines. Und Futter, Futter, Futter. Brauchen wir auch noch ein bisschen. Aber damit könnten wir uns tatsächlich wieder mit all dem Zeug auf 100% bringen. Naja, gut, mit dem Wasser vielleicht nicht, aber ich glaube, das überleben wir jetzt auch erstmal so. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Jo, alles klar. Wir sind doch hier in Nähe von unserem tollen U-Boot. Kommen wir doch jederzeit und schnell wieder zurück. Also musst du dich nicht hier so aufspielen, liebe Warnanzeige. Okay. Wir stehen wieder ansatzweise gut da. Und dann würde ich sagen, wir probieren es einfach mal so ein bisschen Richtung Tiefsee. Vielleicht finden wir ja da was Cooles und so ein paar Spadefishes würde ich gerne mitnehmen. Dann müssten wir uns um die Nahrung jetzt in nächster Zeit mal keine so großen Sorgen mehr machen. Ja, ne, wenn du die Fische natürlich brauchst, sind sie nicht da. Das ist auch wieder super. Ja, das ist ja echt komisch. Kein einziger Spadefisch? Die sind heute wohl irgendwo anders hingeschwommen, ha? Huh? Mysteriös. Hier gibt's aber auch keine Ressourcen. Huh. Ich hoffe ja, dass man diese dicken Mopsies da irgendwie auch noch killen kann. Moment, was habe ich denn jetzt hier gesehen? Wo ist jetzt mein U-Boot? Blick Richtung U-Boot und davon links? Genau, da war so eine Kiste. Ein Terraformer-Fragment. Ja, da nehme ich alles mit. Hier ist ja sonst nichts. Hab ja Platz. Nicht mal Salz oder so. Es ist ein Ödland. Mit hässlichen Fischen. Ups, da habe ich einen Fisch gerammt. Hi. Mann, sieht der hässlich aus. Was für ein unglaublich hässlicher Fisch. So. Dann mal raus hier. Gold nehme ich natürlich auch mit, aber ich will einen Spadefisch, verdammt. Was ist jetzt los? Bin ich gerade attackiert worden?
Ah, da hat diese Pflanze auf mich geschossen. Das war das Problem. Es war kein Fisch, sondern diese Killerpflanze, die so kleine Stacheln abschießt. Und das sogar relativ schnell. Also, die kann einen wirklich umbringen. Und die hat mich damals, als ich noch so mein Solo-Spiel gespielt habe und nichts aufgenommen habe, tatsächlich auch erledigt. Ein paar Mal. Ja, ein paar Mal tatsächlich. Das heißt, ich habe da wirklich nicht dazugelernt oder die Pflanze ist tatsächlich so gefährlich. Was? Das war jetzt falsch? Ich glaube, das war eine Kombination von beiden. Ich habe einmal nicht dazugelernt und die Pflanze war auch ziemlich gefährlich. Spadefishes, Spadefishes. Sehr schön. Dann wieder zurück in unsere Seamoth. Und dann hin zu unserem Spadefish. Und da freue ich mich schon drauf, denn das heißt, wir können bald leckere Spadefish-Burger machen. Oh Gott, hätte ich jetzt Lust auf Fischburger. Oh, einen selbstgemachten Fischburger. Wobei ein selbstgemachter Fischburger auch nichts anderes ist als Burgersemmeln, Ketchup drauf, dann noch Käse drauf. All das typische Zeug, was du auf so einem Burger haust und... 30 Seconds of Oxygen remaining. Ja, ich weiß doch, ich bin gleich wieder zurück. Und dann haust du dir einfach nur Fischstäbchen drauf. Das ist voll easy peasy eigentlich. Kann jeder Depp machen. Und schmeckt erstaunlicherweise Emergency. Richtig gut. 10 Seconds of Oxygen remaining. Na, jetzt wird's aber langsam knapp. Ja, dann nehmen wir halt einfach noch was von diesem Lithium mit. Bevor wir gar nichts Dolles weiterhin finden. Sauerstoff sagt, dass es gut ist. Das ist schon mal schön. Und dann gucken wir mal, ob es hier sonst noch irgendwie was abzugreifen gibt. Ja, da hinten sind noch ein paar Spadefishes. Moment, das ist mir dann doch ein bisschen zu weit weg von meinem tollen Fahrzeug. Und da hinten ist so ein Pilzbiom, glaube ich. Dann würde ich glatt sagen, machen wir an dieser Stelle mal Schluss und dann gucken wir uns in der nächsten Folge hier dieses Pilzbiom an. Und ich hoffe, dass das wirklich groß ist und da tolle Sachen für uns liegen. Das wäre ziemlich geil. Ja, dann bedanke ich mich natürlich wie immer für eure Aufmerksamkeit und ich wünsche euch was. Ciao.